So, wir sind gerade unterwegs nach Köln. Und zwar war der eigentliche Plan, morgen am Samstag zu Weird Al Yankovic zu gehen, weil das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Sache. Ich kann Weird Al Yankovic tatsächlich von meiner Bucketlist morgen streichen. Das ist ein großes Ding. Und dann hat mich auf einmal der Yannick angeschrieben und hat gefragt, ey, hättest du am Freitag, also der 3.3. praktisch, Bock auf Electric Callboy in der Lanxess Arena? Und ich habe so gedacht, boah, Düsseldorf und Köln sind doch eigentlich nebeneinander, soweit ich weiß. Also ja, die Entscheidung war dann relativ schnell gefallen und jetzt sind wir auf dem Weg nach Köln. Mir ist dann währenddessen so bewusst geworden, das ist ja eigentlich in der Lanxess Arena das größte Heimspiel, das sie bisher hatten, oder? Oder war die DVD-Aufnahme damals auch in der Lanxess Arena? I don't know. Aber es wird sehr interessant. Ich bin mal sehr gespannt, ob bei so einer Situation wie einem Heimspiel bei Spaceman zum Beispiel Finch dabei sein wird. Mal gucken, wir fahren weiter und für euch wird das crazy, weil das ganz schnell geht. Wir sind Stunden unterwegs. Wir sind jetzt kurz vor Düsseldorf, da müssen wir noch ins Hotel einchecken. Das hier ist heute übrigens das zweite Video, das erschienen ist, denn heute kam schon eine Reaction zum neuen Samurai Pizza Cat Song. Pizza Homicide auf jeden Fall anschauen, nachdem ihr dieses Video angeschaut habt. Was ihr aber sofort machen solltet, ist auf jeden Fall abonnieren, weil bis zum Ende des Jahres ist das große Ziel 20.000 Abonnenten und da fehlt noch ein bisschen was. Und im März gibt es noch ein großes Gewinnspiel. Aber jetzt... Dazu bald mehr, jetzt muss ich erstmal weiterfahren, du, ne? Okay, wir sind jetzt gerade in Düsseldorf angekommen. Es ist jetzt schon nach 4 und wir brauchen knapp eine Stunde nach Köln noch. Es wird ein bisschen nervig, aber das geht schon. Aber wir haben auf der Autobahn eine brutale Experience gehabt. Vor uns ist einer gefahren, der auf seine Heckscheibe geklebt hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes 4,16. Und diese kleine heuchlerische macht einen auf Gottesmensch und ist mit 180 da gefahren, wo du 120 fahren darfst, hat aufgedrückt wie ein Bekloppter und hat angefangen, rechts die Leute zu überholen. Außerdem ist dieser Bibelvers wahrscheinlich auch das letzte, was Maria gehört hat, bevor sie schwanger geworden ist. Und würde da statt Gott Priester stehen, wäre das wahrscheinlich auch jeden Sonntag das letzte, was mir nicht... Aber das ist nicht so wichtig. Wir ziehen uns jetzt um. Wir machen uns jetzt schick und dann geht's zu Yannick. Sie sehen ein wildes Brain Damage auf weiter Flur. Er unterhält sich scheinbar mit einem Individuum, das ihn scheinbar zu kennen scheint. Ein Brain Damage bewegt sich langsam auf uns zu. Es scheint noch Fotos machen zu müssen. Ein Brain Damage scheint immer wieder Leute, also sich aufhalten zu lassen durch Leute. Wir können natürlich auch langsam rüberlaufen und uns einem Brain Damage nähern. Ja, guck mal. Ein Brain Damage hat natürlich, ist nie alleine unterwegs. Ein Brain Damage kennt Leute und daher. Now I'm living like a maniac spaceman. Yeah, I can't hold on.
geil. Genießt ihr die Skyline von Düsseldorf im Hintergrund? Ich nicht, weil ich sehe sie nicht. Aber komm, komm mit, ich zeige sie euch. Seht ihr? An mir im Vorhang versteckt vorbei. Da ist ein hohes Gebäude. Mehr sieht man hier eigentlich auch nicht. Und das war also Electric Callboy in der Lanxess Arena. Sozusagen das große Heimspiel. Ich habe mich setlist-technisch extra nicht spoilern lassen, weil ich mich komplett überraschen lassen wollte, wie sehr die Setlist sich unterscheidet von der Setlist vor fast genau einem Jahr. Was ich aber als allererstes mal sagen muss, Leute, ohne Scheiß, es ist für mich immer noch ein bisschen ungewohnt, aber vielen, vielen Dank an alle, die einfach ein Foto mit mir machen wollten. Das ist für mich so weird, dass ich da auf einem Konzert bin von Bands, wo ich selber aufsehe und dann sind da Leute und wollen mit mir ein Foto machen. Also ich arbeite an mir. Ich komme damit schon besser klar als noch vor einem Jahr. Da war das noch so ganz fremd für mich. Wenn ihr mich seht, gerne ansprechen. Also vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Das bedeutet mir wirklich unendlich viel. So, was kann man sagen? Die Stimmung war der absolute Wahnsinn. Die Stimmung war richtig, richtig, richtig heftig. Kommen wir noch ganz kurz zu den zwei Vorbands. Das waren Future Palace und Holding Absence. Beides sehr geile Band. Ich persönlich fand Future Palace so für mich einfach ein bisschen geiler. Die haben mir einfach mehr getaugt. Was aber in keinster Weise heißen soll, dass Holding Absence in irgendeiner Form schlecht war. Die waren auch geil. Ich fand dann Future Palace einfach einen Ticken geiler. Dann kam Electric Cowboy. Die waren auch okay. Also die waren nicht schlecht, kann man so sagen. Nee, also jetzt mal ohne Scheiß, die Stimmung, also das Publikum war teilweise so laut, dass man die Band nicht verstanden hat. Das war, wann ist mir das mir beim zweiten Lied, beim zweiten oder beim dritten, bei Hate Love war es, glaube ich, ist mir aufgefallen. Da war das Publikum so laut, dass man die Bühne selber nicht gehört hat. Das war insane. Ich war das allererste Mal in der Lanxess Arena. Ich finde es seltsam, egal wie groß der Innenraum ist, in einer Halle, wo über 10.000 Leute reinpassen, finde ich es ganz seltsam, das Ganze ohne Absperrung zu sehen. So ist halt ein riesen Publikumsbereich. Mega viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, weil es war ein absolut heftiges, grandioses Konzert, ohne irgendwelchen negativen Punkten, die mir jetzt einfallen würden, sondern einfach nur eine extrem gut gelaunte Band und zwei Frontmänner, die einfach wissen, wie man mit dem Publikum redet. So, ich habe die Setlist neben mir. Los ging das Ganze mit Techno Train, was eigentlich voll Sinn macht als Opener irgendwie. Auch dann mit dieser Dame am Anfang, die das Intro gesprochen hat. Mega gut funktioniert. MC Thunder 2, The Hate Love, The Scene, Castrop Spandau und das ist so absurd, wie das da immer eskaliert bei Castrop Spandau. Insane. Supernova, Error of Love, Mindreader, Best Day. Dann gab es noch ein Schlagzeug-Solo und zwar zu Sandstorm. Von Darude. Oder The Root. Ich nenne es Darude. Und ich habe wirklich ganz lang, wenn ich Darude Sandstorm gehört habe, weil ich nicht wusste, was das war. Bis vor 2 Jahren. Ich verarsche euch nicht. Bis vor 2 Jahren wusste ich nicht, was Darude Sandstorm war. Habe ich irgendwie immer an Legend of Zelda denken müssen? Irgendwie an die Wüste? Dann kam Hyper, auch hier eskalativ laut. Crystals, wahrscheinlich einer der besten Electric Cowboy Songs aller Zeiten. Fuckboy mit der Sängerin von Future Palace. Und hier muss man einfach mal sagen, wow, das hat die insane gut gemacht. Das klang so unfassbar gut. Dann gab es einen Part, der war anders. Und ich hoffe, ich habe ein Foto gemacht, bevor die Kamera umgeschwenkt hat, weil da stand auf einmal ein Flügel auf der Bühne und der Flügel sah aus wie ein Penis. Und das ist in meinen Augen wirklich die höchste Form von Comedy. So, das sagt mehr über mich aus und das ist auch völlig okay, aber in meinen Augen ist es eine ganz hohe Form von Comedy. Und ich habe so gedacht, boah, was könnten die denn jetzt akustisch spielen, beziehungsweise mit Klavier? Ich habe gedacht, das Einzige, was mir eingefallen wäre, wäre Neon. Neon war übrigens, glaube ich, das einzige Lied vom Album, das sie gar nicht gespielt haben, was ich sehr schade finde, weil Neon ist ein unfassbar guter Song. Es gab Careless Whisperer, Let It Go und ich war gefühlt der einzige Mensch, der Let It Go nicht mitsingen konnte, weil ich gefühlt seit 23 Jahren keine Disney-Filme mehr schaue. So, ich weiß, ich habe mir gerade hier eine Zielscheibe drauf gemalt. Das ist mir durchaus bewusst. When You Say Nothing At All und dann komplett I Want It That Away von den Backstreet Boys. Und ich habe so das Gefühl, dass da auf jeden Fall bei diesem Song das Publikum am Top 5 lautesten vom Abend war. Dann Hurricane. Das war heftig live. Das habe ich jetzt erst mal live gesehen. Insane. Parasite. MC Thunder, dann kam die Zugabe mit Pump It und davor ist so ein Vorhang hochgezogen worden. Pump It war wahrscheinlich, wo es dann losging, eine der heftigsten Sachen, die ich gesehen habe. Es war sehr schwer von unten aus zu beurteilen. Vielleicht kann mir das ja jemand in die Kommentare schreiben, wo auf der Tribüne saß. Zum Beispiel die beiden Dudes von Starthilfe-Kabel. Küsse eure Augen. Bei Pump It sah es wirklich so aus, als wäre der halbe Innenraum
gesprungen. Das sah so insane aus von unten. Danach gab es dann noch Spaceman, Stimmung sowieso eskalativ und We Got The Moves. Nach We Got The Moves haben die Jungs noch ihre goldenen Schallplatten für Hyper Hyper bekommen. Auch sehr der Moment auf jeden Fall. Ich hätte irgendwie damit gerechnet, ja, wenn wir in Köln sind und es ja so Heimspiel ist, da sind bestimmt Gäste dabei. Waren es gar keine, war aber überhaupt nicht schlimm. So, das hat auch überhaupt nicht gefehlt. Null, weil die Jungs selber so eine insane geile Show machen, da fällt es nicht auf, dass es fehlt ja auch nichts. Es kann nicht auffallen, dass was fehlt, weil es fehlt ja nichts. Sagen wir so, es reicht zu 100%, was die da oben abziehen. Ich finde, man könnte den LED-Screen im Hintergrund ein bisschen mehr einbinden. Ich habe es bei meiner letzten Konzertreview gesagt, die Band, die das mit Abstand am besten bisher gemacht hat, in meinen Augen ist Bring Me The Horizon. Die haben das insane gut gemacht, aber auch das ist nichts, was die Show an sich schlechter gemacht hat, unter keinen Umständen. Ich persönlich freue mich sehr, am 22. April in Zürich nochmal dabei zu sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe mir heute so überlegt, ist eigentlich aktuell Electric Callboy von den wirklich richtig aktiven deutschen Bands, also weg mit den Scorpions, allgemein, so nicht nur jetzt in dem Vergleich, sondern allgemein. Ich schwör's euch, 2007 habe ich auf ProSieben eine Werbung gesehen, dass die Scorpions auf ihrer verlängerten Abschiedstour sind, die sie verlängert haben wegen hoher Nachfrage. Das ist jetzt 15 Jahre her. Aber ist Electric Callboy eigentlich neben Rammstein die erfolgreichste deutsche Band? Also Band aus Deutschland, international gesehen. Welche Band fällt euch ein, die international größer und erfolgreicher ist, außer Rammstein und vielleicht Tokyo Hotel? Weil ich würde jetzt sagen, klar, auch die Hosen spielen hier und da mal im Ausland. Aber ich würde sagen, allgemein auf internationaler Ebene sind Electric Callboy schon größer. Und ich sehe gerade in diesen Notizen auf setlist.fm, das war die größte Show, die größte Solo-Show, die die Band bisher gespielt hat. Und ich bin froh, dass ich da dabei war. Mehr kann ich nicht sagen. Wart ihr bei dem Konzert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und natürlich bewertet dieses Video gerne positiv und bewertet diesen Kanal für einen wieder funktionierenden Hals von meiner Seite aus. Und wir wollen dieses Jahr 20.000 Abonnenten erreichen. Und da ist noch ein kleiner Weg dahin. Deswegen gerne abonnieren und die Reaction, die heute kam, noch anschauen. Das war mit Samurai Pizza Cats, mit Pizza Homicide. Und es ist ein insane, heftig geiles Lied. Also anschauen und davor abonnieren und morgen einschalten. Denn morgen gibt es nochmal eine Review. Weil heute zum Tag der Ausstrahlung geht es zu fucking Weird Al Yankovic. Bestes Wochenende überhaupt. Und wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir schauen die neue Folge Attack on Titan an. Bestes Wochenende überhaupt. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schalte wieder ein.